Ich frage mich auch, wer sind die ganz großen Reichen in unserer Welt? Ganz sicher sind es Personen, die hinter den großen Finanzgiganten stecken, nämlich hinter BlackRock, Vanguard, State Street. Mich beschäftigt auch, dass Jesus immer wieder warnt, die Reichen warnt zum Beispiel. Er sagt, weh euch, ihr Reichen, ihr habt keinen Trost mehr zu erwarten. Auf der anderen Seite lobt er die Armen, wenn er ausruft, selig ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Die großen Gewinner in den vergangenen Monaten von Lockdowns und Anti-Corona-Maßnahmen waren offensichtlich Firmen aus dem Bereich von Big Tech und Big Pharma, wie zum Beispiel Amazon, Apple, Google oder Pfizer. Und aufgefallen ist mir, dass sich eine Tendenz verfestigt hat, nämlich dass die Reichen reicher geworden sind und die Armen ärmer. In unseren Breiten zähle ich zum Beispiel zu den armen Familien mit alleinerziehenden Müttern. Und ich habe festgestellt bzw. erfahren, dass in den Entwicklungsländern die extreme Armut in den vergangenen Monaten um 40% gestiegen ist. Ich frage mich auch, wer sind die ganz großen Reichen in unserer Welt? Ganz sicher sind es Personen, die hinter den großen Finanzgiganten stecken, nämlich hinter BlackRock, Vanguard, State Street. Da handelt es sich um Vermögensverwaltungsunternehmen, die Billionen von Dollars verwalten. Wahrscheinlich kennen wir die Namen der Reichsten gar nicht. Es interessiert mich, was in unserer Welt abläuft, und ich frage mich auch, inwiefern haben die ganz Reichen Einflussnahme auf die Abläufe in unserer Gesellschaft? Doch ich möchte nicht nur auf die ganz Reichen da oben schauen, sondern ich möchte mich selber fragen, was bedeutet Reichtum für mich persönlich? Mich beschäftigt auch, dass Jesus immer wieder warnt, die Reichen warnt zum Beispiel. Er sagt, weh euch, ihr Reichen, ihr habt keinen Trost mehr zu erwarten. Auf der anderen Seite lobt er die Armen, wenn er ausruft, selig ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Ich würde es so ausdrücken, glücklich seid ihr armen Menschen, denn ihr könnt Gott erleben, Gott ist euch nahe. Mir ist schon klar, es gibt arme Menschen, die böse sein können und deshalb auch Gott nicht so gut erfahren können. Und es gibt Reiche, die gute Menschen sind. Ganz klar gibt es viele Reiche, die ihr Vermögen redlich verdient haben und es auch einsetzen zum Wohl anderer. Reichtum ist meines Erachtens also nicht an sich schlecht. Wohlstand ist nicht an sich etwas Negatives. Und doch fällt mir auf, dass Jesus die Armen als die hervorhebt, die Gott besser erfahren können oder die Gott überhaupt erleben können. Ich verstehe diese Aussagen Jesus so, er warnt mich vor der Gier nach immer mehr haben. Diese Gier kann zwar viele zu großem Reichtum führen, aber sie ist vor allem eine Gefahr für mich selbst. Und diese Gier verführt mich, dass ich anderen Menschen gegenüber rücksichtslos bin. Und das stört natürlich auch meine Beziehung zu Gott. Ich möchte jetzt beten. Jesus, ich möchte arm sein. Hilf mir dazu. Mach mich frei von Gier. Und ich möchte einfach leben, damit ich frei bin, Gott zu lieben und die Menschen zu lieben und so glücklich bin. Du machst mir Mut zu so einer Lebensweise, weil du mir sagst, selig die arm sind, denn ihnen gehört das Reich Gottes.